Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch nach längerer Zeit mal mit einem Video bei euch. Und zwar geht es um eine Rezension von dem neuen Buch von Linda Winterberg, Die verlorene Schwester. Ist im Aufbau Verlag erschienen für 12,99 Euro und das Ganze hat 448 Seiten. Und ich muss sagen, Linda Winterberg konnte mich hier wieder total fesseln und begeistern. Das Ganze hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Es geht hier um die Schwestern Marie und Lena. Das Ganze fängt in Bern 1968 an. Und der Vater stirbt und die Mutter ist völlig überfordert. Und dann kommt die Fürsorge und nimmt die beiden Kinder mit. Die beiden werden getrennt. Sie werden in Pflegefamilien verbracht. Und ich kannte diesen Begriff gar nicht. Es sind sogenannte Verdingungskinder. Das heißt, dass die in den Pflegefamilien arbeiten müssen. Und die hatten auch einen ganz schlechten Ruf und hatten es ganz schwer im Leben, diese Verdingungskinder. Sie wurden an Pflegefamilien verdingt. Also hatte ich vorher noch nicht gehört. Ist wohl so ein Thema, was vor allem in der Schweiz passiert ist, so wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall gibt es einen kleinen Teil in der Gegenwart und halt in der Vergangenheit. In der Gegenwart lernen wir Anna kennen. Anna soll zu ihrer Mutter nach Hause kommen, weil diese einen kleinen Unfall hatte. Und anstatt der Versicherungspolice findet sie Adoptionsunterlagen und sie wusste bis dahin gar nicht, dass sie adoptiert worden ist. Und zwar heißt sie in Wirklichkeit, das ist ein ganz komischer Name, da muss ich eben nachgucken, heißt sie in Wirklichkeit Regula. Und begibt sich jetzt halt mithilfe einer Journalistin, die gerade arbeitslos geworden ist, auf die Suche nach ihrer Mutter. Und das ist die Gegenwart. In der Vergangenheit erfährt man natürlich, was mit Lena und mit Marie passiert. Und das sind wirklich ganz schreckliche Dinge. Das hat sich auch auf dem Klappentext eigentlich schon so abgezeichnet. Ich habe das Ganze jetzt wieder innerhalb von 2 Tagen gelesen am Wochenende und war wieder total gefesselt. Ich hatte letztes Jahr mein erstes Buch der Autorin gelesen, Unsere Tage am Ende des Sees. Das war auch ein Monatshighlight von mir. Und deswegen war ich jetzt sehr gespannt auf dieses neue Buch. Ich habe jetzt zum Glück noch 2 auf dem Sub. Solange die Hoffnung uns gehört und das Haus der verlorenen Kinder. Und da kann ich mich auf jeden Fall schon drüber freuen. Bis jetzt waren halt beide Bücher der Autorin ein absoluter Volltreffer für mich. 4,5 Sterne ist ja wirklich eine absolut gute Bewertung. Ich kann das Buch daher wirklich empfehlen. Ich verlinke es euch auch in der Infobox. Und sobald meine schriftliche Rezension auf meinem Blog fertig ist, verlinke ich euch das auch noch dazu. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Rezension weiterhelfen. Würde mich sehr über Kommentare freuen und natürlich auch über Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mich gerade neu entdeckt habt, freue ich mich natürlich sehr über ein neues Abo. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!